Und wenn Sie die eine oder andere Buchung Ihrer Kunden in der Vorweihnachtszeit noch ganz sicher runterbringen wollen, dann wissen Sie genau, wohin Sie kommen müssen. Ich hoffe, Sie hatten alle eine schöne, tolle, genussvolle Anreise. Und ich hoffe auch, dass sich eigentlich der Titel meiner Präsentation möglicherweise erledigt hat und dass Sie festgestellt haben, was den Unterschied ausmacht. Ahmed Khalifa Falassi hat glücklicherweise keine Fotos dabei gehabt, aber ich wollte Ihnen zumindest einige Impressionen von Dubai nachdrehen, da Dubai und die Entwicklung von Dubai und Emirates Hand in Hand gehen. Das ist ein Foto von Dubai 1980. Ehrlich gesagt, nur ein paar hundert Meter weiter nördlich von hier, das ist nämlich die Sheikh Zayed Road, die genau hier vor dem Haus vorbeiführt. Und dieses Toyota-Gebäude werden Sie auch heute noch so vorfinden. Ein Wohngebäude, inzwischen wahrscheinlich mehrfach renoviert worden, aber immer noch da, 1980. Dubai heute, ganz anderes Ambiente, viele Bauvorhaben durchgeführt, unheimlich rasante, schnelle Entwicklung. Und auch für uns als Emirates, es ist unser Heimatstandort und es ist ein wichtiger Zielort auch. Gemeinhin wird immer darüber nachgedacht, wie viel Emirates über Dubai hinaus an Passagieren fördert. Aber ich kann Ihnen sagen, dass 30-40%, kommt immer ein bisschen auf den Markt an und schon ein bisschen auf das Gateway, auf den Zielort an, von wo der Verkehr kommt. 30-40% enden und beenden ihre Reise hier als Besucher in Dubai. Nicht nur Dubai als Stadt ist schnell gewachsen, sondern auch Dubai Airport. Das ist Dubai Airport 1986. Ein Jahr nachdem Emirates gegründet wurde, wir wurden am 30. Oktober 1985 gegründet, war ehrlich gesagt ein Landingstrip, ein Towersee, ein Abfertigungsgebäude und eine Moschee. Die darf ich nicht vergessen, ist hier auf dem Bild nicht zu sehen. Dubai International Airport 2016. 82 Millionen Passagiere jährlich. 222 Zielorte, 75 Airlines operieren von hier in 99 oder in über 90 Ländern. Wir haben ein Open Skies Umfeld hier in Dubai. Emirates natürlich der größte Anbieter. Wir fliegen aus dem Terminal 3 heraus. Der deutsche Markt, sehr wichtig für uns, ist derzeit der sechstgrößte Markt an Passagierflüssen nach Dubai International rein und raus. Und genauso wie Dubai und auch Dubai Airport schnell gewachsen sind, ist auch die Wachstumsstory von Emirates verlaufen.